Gut, also der PCs zum General. Schneiden eh nicht leistungsstark genug. Ja? Ja, also bei mir ist es echt ein Glück, wenn ich das mit Shotcut rendern lasse, wenn er mir dann nicht, wenn ich, keine Ahnung, Stunden gleichzeitig rendern. Ja, okay. Oder halt wenn ich die zusammen schneiden will, so quasi. So. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie unsere erste Schlacht wird. Ganz Ich ehrlich. auch. Ich freue mich jetzt schon nicht auf deine Elefanten. Was? Ich hab doch keine Elefanten. Klar, oben in Ägypten, wo du sonst noch überall rumlungerst, Warte, hat in keiner Ägypten? Elefanten. Ja. Warte, ich zähle mal kurz, wie viele Elefanten ich insgesamt habe. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ja, 20. Pro Armee 15. einen. Warte, also ich habe 16, wobei 3 davon sind nur Generalseinheiten, also mit kleinen Ja, Elefanten. sind nur Ja, die braucht man Generalseinheiten. ja nicht. So. Ah, die 212. Die hat nur 17 Einheiten. Da könnte ich auch nochmal Elefant reinhauen. Nee, aber an. Dann Dann würde ich sagen, würde ich dir raten, eine Armee aufzubauen, die bis zur Hälfte aus Bogenschützen besteht. Und Brandfeuer auf die Elefanten. Ganz Und ehrlich, ich habe überlegt, meine klassisch spartanische Strategie nur deswegen aufzugeben. ja. Ja. Einfach nur, um Bogenschützen machen zu können, die Brandpfeile verballern. Weil ich meine, Peltasten wären zwar legitim für die Dinge, aber sind halt absolut ineffizient, weil sie eine verkürzte Reichweite und deutlich weniger Munition haben. Ja. Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen. So, Vorteile dieses also, Vertrages wieso kann weisen man auf eigentlich größte nicht Aufwand sagen, so ja, für uns. entweder du wirst meine Satrapie oder Klientel oder ich greife dich an? Das wäre mal praktisch. Ich kann euch keine Zustimmung geben. Ja. Mein Herr würde für eine solche Dann mache ich mal Unverschämtheit nicht meine Angriffspakt Familie. weg. Nun gut, unser Abkommen. Nun Ihm gut. ja. Kannst du es ihnen ja anbieten, ihnen dann den Krieg erklären und wenn sie sich dann beschweren, kannst du ihnen anbieten, dass sie eine Satrapie werden. Ja, könnte man machen. Würde im Ende auf das rauskommen, was du wolltest. Ja, schon. Wir haben gerade 199 vor Christus. Mal schauen, ob wir bis zu Jesu Geburt kommen. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Ja, oder ich mach dich vorher platt. Ja, wir werden ja sehen, wer ihn platt macht. Ja, wenn du mich platt machst, dann brauchen wir wirklich bis zu Jesu Geburt hin. Oder länger. Ja. Ja, du breitest dich ja auch erst Richtung Norden und Westen aus, ne? Sag mal, willst du mir verraten, was deine Spionin hier in Epidamnus macht? Warte, wo? Epidamnus? Ach, da. Ich wollte den Römer ausspionieren. Deswegen stehst du auch in Epidamnus und nicht in Delidumsdingsteil. Ja, weil du bist halt zwischen mir und Rom. Ist doch ganz klar. Naja, also ich meine, unten in Apollonia steht eine römische. Was machst, habe ich nichts dagegen. Ach so. Warte, den muss ich finden. So, das Ding ist, wenn du entdeckt wurdest, dann bedeutet es das entweder, dass ich eine sehr aufmerksame Bevölkerung in Epidamnus habe oder dass du irgendeine Aktion gemacht hast und sie verkackt hast.
Oder ich mich nicht verstecke. Agenten sind immer versteckt. Psst. Das weiß niemand. Weißt du doch nicht. So. Ja, vielleicht stehe ich ein bisschen nach. Ich habe halt keine Attentäter-Agenten, ne? Ja. Glück gehabt, kann ich da nur sagen. Ja. Also die würdest du auch mit einer normalen, glaube ich, kriegen. Die ist einfach nur zum Scouten. Das ist eine. Die hat noch kein Level. Ja, die Agentin, die ich schicken würde, hätte auch noch keins. Na gut, dann Bitchfight. Batsch, 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 batsch. Wir werden ja sehen, wer am Ende noch steht. Das so. Stimmt. Also, mal gucken. Brauche ich ein Periökenlager, um... Um was? Um Steinschleuderer zu machen. Nein, brauche ich nicht. Aber also Periöken? Brauch auch keine zwei Milli... Ich brauche auch zwei... Keine zwei... wie heißen die Holodingster-Kasernen in einem Ort? Ja, braucht man eigentlich nicht. Ja, Periökenlager ist eigentlich das mit Fernkämpfer. Also ja. Da, ah doch! Da es stellt halt Garnisonen für periökische Pikiniere und Helotensteinschleuderer bereit. Ja, ja. Aber und ermöglicht die Rekrutierung von Helotenbogenschützen. Ja. Wunderbar. Herzallerliebsten. Ich habe gerade eine Idee und wenn das funktioniert am Ende, dann bin ich ja sowas von stolz auf mich. Das wäre so hardcore witzig. Was denn? Ach so, die sind das. Das sehen dann deine Elefanten. Okay, dann löse ich mal alle Elefanten auf und mache irgendwas stattdessen. Du, ich glaube, das Witzige ist, selbst wenn du das tatsächlich tun würdest jetzt, wäre es am Ende immer noch für irgendwas gut. Ja, du gehst auf Artillerie, oder? Aber für Artillerie brauche ich doch keine Bogenschützen. Ja, na gut. Also, mal abgesehen davon, dass ich noch keine Artillerie erforscht habe und Artillerie sau langweilig finde. Ja, finde ich auch. So, der Robert liebt es. Ja, natürlich liebt er das. Einfach nur, weil es eine abgefuckte Taktik ist. Ja. So, öffentliche Ordnung. Bam. So. Gut. Ja. Die Frage ist, ob Artillerie überhaupt eine Taktik ist. Ja. Also man braucht eine Taktik, um dagegen zu halten, aber sonst... Ja, eben. Das sag ich doch. Nee, ja, alles gut. Nee, aber wie gesagt, das, also ich finde Artillerie einfach nur massiv langweilig, deswegen mache ich das nicht. Aber ich habe trotzdem eine mindestens genauso schöne Idee. Oh, ich mag das Lachen nicht. Ich schon. Okay, dann komme ich mal rüber mit meinen ganzen Armeen. Hey, warte mal. Ich muss die Strategie ja erst noch... Ja, okay, also wenn du über den Pass kommst, dann kannst du das gerne machen, weil da stehen gerade alle meine Armeen. Okay. Also... Wollen wir uns bei den Thermopylen treffen? Ich weiß gar nicht, die Thermopylen sind das halt gar nicht. Achso. Die Thermopylen müssten ja irgendwo... Warte mal, wo sind die denn eigentlich? Die sind zwischen Larissa und Pella. Ja, genau. Da an diesem Berghang da, ne? Genau, da. Also hätte ich jetzt gesagt, ja. Ja, das müsste auf jeden Fall, müsste das der Thermopylenpass sein. Ja, vor allen Dingen die ganzen Inseln davor, da haben ja die Perser und die Athener sehr krass gekämpft mit den Flotten. Ja, also ich meine, der Pass ist zwar optisch nicht besonders gut zu erkennen, aber er müsste theoretisch da sein. So, nee, aber diese, es gibt diese kleine Passstraße zwischen Nikomedia und Anteia. Ah, okay.
Ah, da oben, ja. Die meinte ich gerade. Mhm. So. Allerdings habe ich auch nichts dagegen, wenn du noch ein bisschen da drüben in deinem Wüstenkabuff bleibst. Ja, ich muss ja erstmal alle zwischen dir und mir töten, also. Eben, genau. Lass dir ruhig Zeit. Okay. So, ich bin damit, glaube ich, am ich wollte noch in die Diplomatie. Mit denen kann ich nicht handeln und die mögen mich auch nicht. Mit denen handle ich und die mögen mich eigentlich auch nicht. Aber sie mit denen handle ich und die mögen mich. Rom! Ja, nee, mit dir will ich kein Handelsbündnis, weil das müsste ich wahrscheinlich relativ bald wieder brechen. Mit euch will ich auch kein Handelsbündnis, weil euch will ich auch bald töten. Syrakus kann mich nicht leiden und die da drüben können mich auch nicht leiden. Na dann! Wunderbar. Aber ich habe zurzeit nur Krieg mit Sklaven. Naja, passt zu Sparta. Passt so ganz sehr gut. Ja. So, na dann, bist du dran. Jawohl. Naja, oder erst mal Rom. Ja, also ich meine, ich werde wahrscheinlich, sobald ich in... So fragen wir uns, ob ihr wohl gewillt seid. Rom will ein Schutzbündnis mit mir. Nehme ich mal an. Dann können wir dich in die Zange nehmen. Nee, das ist gemein. Aber, ja. Da kann ich ihn aber ziemlich gut aus dem Krieg raushalten. Was, aus dem Krieg mit dir, oder? Ach, schon wieder da oben. Lass mich in Ruhe. Ich will da nicht. Ich fahr die gallische Konföderation. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken, wenn ihr es annehmt. Aber Konföderationen mit den ganzen Germanenstämmen hinzukriegen, ist auch ganz schön schwierig. Mhm. Ja, da musst du dich halt ziemlich anschleimen. Aber wenn du es mal hast, dann hast du halt eine riesengroßen und große Fläche. Ja, das Blöde, also ich sag mal so, warum ich eigentlich eigene Herrschaft einer Konföderation oder ein Klientel vorziehe, ist, dass du halt dein Land dann... Was wollen die? Die Lugier wollen mir gerade den... oder haben mir gerade den... erklärt. Ah, cool. Ein Grund mehr, die Platz zu machen. Warte, wo sind die denn? Die sind irgendwo... ja, halt wirklich im... Deutschland. Ach so, okay. Die Liebe zum Gold weckt das Menschen. Also... im Grunde von mir aus gesehen auf der anderen Seite der Alpen, von mir noch ziemlich weit weg. Das Schwert wurde gezogen und ist. Und was wollen die Norika von dir? Frieden schließen. Dieses überlange Gespräch ist endlich. Und was will Persien von dir? Nix, der reitet durch meine Gegend. Ach so. Darfa ist sein Klientel. Ja, der schickt jetzt, glaube ich, seine ganzen Armeen Richtung Westen. Was auch sehr schön ist. So, die Hanse von drüben brauchen einen neuen Generalski. Naja, Anführung, natürlicher Tod, auch alles so schlimm. Gut, ich gehe mal mit denen hier hin. Oh. Nein, ich habe unerlaubt betreten und jetzt plündere ich auch unerlaubt. Also wenn er mir jetzt nicht den Krieg erklärt, weiß ich auch nicht. So. Lugia. Das finde ich schade, dass man das nicht sehen kann. Also wenn jemand dir den Krieg erklärt, dann kannst du nicht auf zum Beispiel jetzt Lugia drücken und dann wird es dahin gezoomt, wo die sind. Das fände ich cool. Wird's doch, oder? Nee. Also wenn ich da drauf klicke, dann wird immer irgendwo hingezoomt, wo nicht ich bin auf jeden Fall. Hast du jetzt Sonderrechte oder was?
Scheinbar. Ja, cool. So, warte. Hey, ich bin Sparta. Wenn es um Krieg geht, kenne ich mich aus. Deswegen kann ich wahrscheinlich riechen, wo der Krieg ist. Ja. Ich bin geehrt, euch zu empfangen und freue mich kluge ab. Diese Worte bringen mein Herz zum Erquicken. Ja, sehr schön. Ja, ich muss mal durch dein Land. Aber da du mein... Nee, sehe ich nicht ein. Ja, nicht du. Warte mal. Wo ist jetzt der, der Agent von den Römern? Den will ich mal sehen. Nicht wahr? Der Agent von den Römern müsste immer noch bei Apollonia unten stehen. Aber den sehe ich nicht. Ja, ich sehe sie auch nicht mehr. Ich sehe auch deinen Agenten nicht mehr. Oh nein. Meine Reise beginnt. Was konntest du eigentlich nochmal? Was auch irgendwas konntest du doch. So, warte, jetzt habe ich ja die heftigen Bogenschützen, ne? Ne, sehr leichte. Ah, sehr schwere. Ah, okay. Ich habe sie tatsächlich mit irgendeiner ansatzweise sinnvollen Fähigkeit. Sie hat nämlich eine erhöhte Chance, feindliche Agenten und Armeen aufzudecken. Oh, scheiße. Und ein größeres Sichtfeld. Das finde ich natürlich jetzt nicht ganz so gut. Ich schon. Mhm. Lach nicht so dreckig. Und was denn doch? Verdammt. Mein Gedanke gerade war... beziehungsweise, also ich habe gerade alles verkackt, was ich geplant habe. Damn it. Also wieder zurück. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie kannst du? Und du bist ganz ein Freund von mir. Ja. Ja. Ganz stolz. So machen das gute Freunde mal. Kennst du das nicht? Nö. Sie helfen dir erst, nachdem sie dich ausgelacht haben. Ach so, okay. Ja, wieder was gelernt. So. Was machst du denn denn? Satrapen oder sind denn? Ach so, ja. Ja, das meinte ich auch. Und was machst du jetzt? Alles umschmeißen oder was? Kommt hin, ja. Nee, ich hab gerade eine Tasse gegen den Teller gestoßen, wo ein Messer drauf liegt. Ach, na dann. Warte mal, du gehst mal da hoch. Vielleicht gibt's da was zu mehr erobern. So. Ist dir aufgefallen, dass Spring Sale ist jetzt? Eigentlich? Ja. Ich habe überlegt, mir Witcher 3 zu holen, weil es kostet gerade 15 Euro statt 50 in der Game of the Year Edition. Also mit allen... allen DLCs. Na, also... 15 ja. Euro statt 50 ist schon ziemlich gut. Also bei Witcher kannst du halt nichts falsch machen. Also Witcher 3 plus die ganzen DLCs, da bist du sehr... Kannst du eigentlich nur... so, warte, was kannst du? Nee. So. Das finde ich gut. So. Bevölkerungsüberschuss. Because. Ach so. Warum kann... Hä, nee, ich will das sagen. Ah, ich könnte allerdings eine Werkstatt für Belagerungssachen bauen. Theoretisch. Das ist dann dein letzter Hilferuf, oder? Ja, im Keller könnte ich das bauen. Aber... Muss ja nicht. So, nachdem hier öffentliche Ordnung eigentlich voll gut ist, kommt hier erstmal so ein fettes Randindustriegebiet hin. Sehr schön.
Zum Glück hat das ja nicht so negative Auswirkungen wie bei Arno. Ja, Alter, das ist ja drastisch. Ja. Habe ich dir erzählt, ich habe es bei Arno das letzte Mal, wo ich spiele, was mir dabei auch schon Ewigkeiten her ist. Warte kurz. Hm? Feldzügen spricht dieser General wie die Soldaten. Weniger Autorität, aber mehr auch Moral für alle Einheiten bei den Offensivkämpfen. Ja, ist doch gut. Würde ich auch sagen. So. Ba-ba-ba-bam. Ja, Bündnis mit dir, zwischen dir und Rom. So. Dann. Ich hätte gerne mehr Reis oder mehr Getreide. Mehr Getreide. Oh, warte mal, das ist ja schlecht. Ach so, nee, die machen öffentliche Ordnung plus und die machen Nahrung plus. Okay, gut, es gleicht sich alles aus. Es ist alles in Ordnung. So. Ja, okay. Ach so, warte, nee, das war dumm. Stopp, stopp, stopp. Kann ich das nochmal zurücknehmen? Ja, kann ich, sehr gut. Weil Nahrung habe ich eigentlich gerade genug. Deswegen ist es besser, das so zu machen. Ist auch effizienter mit dem Geld. Hm. Ja genau, habe ich dir erzählt, ich habe bei Anno das letzte Mal, wo ich gespielt habe, habe ich es hingekriegt, Strom und alles zu kriegen, so. Ah, ja. Ja, cool. Boah, das ist ja ein Aufwand. Ja, mit den ganzen Strommasten, ne? Also eher mit Öl, weißt du? Ah. Du hast da deine ganze Ölkacke, mhm, und dann muss das Öl in ein Kraftwerk, und bei mir ist ja ich habe ja wirklich ein Stadtgebiet, wo wirklich meine ganze schöne, prachtvolle Stadt ist, und da irgendwo in der Gegend ist dann auch noch der Zoo und Ding und so ein, ich habe es quasi so ein Nationalpark, nenne ich es jetzt einfach mal, gebaut, mhm, damit du halt quasi ein schönes Stadtgebiet oder ein schönes Gebiet hast, wo deine Bürger sagen, ach, es ist so toll hier. So. Und irgendwo ganz am Arsch von der Insel, in so einem richtigen Kackgebiet, habe ich so ein Industriegebiet, wo, mhm, wirklich nur noch schwarzer Rauch zu sehen ist, ja. Ja, nice. So. Aber da stört es halt dann die Bürger einfach nicht so krass, weil es ist halt irgendwo am Arsch der Welt. Mhm. So. Zumindest habe ich den Eindruck bis jetzt, dass es sich dann nicht so krass auswirkt. Mhm. Und, oh, ich habe vergessen, meine Agentin zu bewegen. Ups. Upsi. Naja, genau. Und, das Problem ist aber halt, an diesem, also bei meiner Hauptinsel ist da, wo das Industriegebiet ist, ist halt einfach keine Küste. Mhm. Sondern es ist eine Berglandschaft, wo das steht. Ah, ja. Und jetzt habe ich aber natürlich das Kraftwerk auch da oben hingestellt, wo das Industriegebiet ist. Mhm. Mit dem Erfolg. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe am Ende zwei Kraftwerke gebaut. Eins im Industriegebiet, damit das Industriegebiet Strom hat, und eins in der Stadt. Mhm. Und musste aber von der Küste, wo meine Stadt auch ist, bis hinter in das Industriegebiet eine Eisenbahnstrecke verlegen, damit die das Öl dahinter bringen. Mm. Ja. War nice. Ja, das mit der Eisenbahn ist halt auch richtig heftig. Also. Ja. Hast du das, bist du auch schon so weit? Oder ich weiß nicht, wo stehst du gerade? Ich glaube, ich habe es bis zur Eisenbahn gespielt, aber nicht weiter. Das ist echt auch ein Abfuck, ey. Aber ich habe in der neuen Welt habe ich eine gefühlt 3 Quadratmeter, aber halt mit 5 Ölquellen in
so diesem Bereich. Also du stellst da halt original einen Ölturm hin und hast so 7 Ölquellen, für diesen, die der eine Ölturm alleine macht dann. Du hast halt dann, das ist halt echt krank, weil du hast halt dann 700% Produktionsrate, weil die Öltürme halt pro Ölfeld in ihrem Radius 100% Produktion machen. Und das ist halt schon arg krank dann. Ja. Also was das Ding an Öl produziert, da kommst du ja im Leben. So viel können meine Schiffe, glaube ich, gar nicht produzieren. So. Mhm. Ich wollte jetzt gerade so einen riesen fetten Öltanker bauen lassen. Mhm. Um das halt alles hin und her zu kriegen. Und es gibt ein Geschütz, was ich bauen wollte irgendwie. Das brauchst du, damit du halt deine, diese dampfbetriebenen Kriegsschiffe bauen kannst. Ah ja. So, aber das habe ich dann nicht mehr gemacht. Soweit habe ich dann nicht mehr gespielt. Mhm. So. Aber diese Geschütze sind auch arschteuer. Mhm. Richtig heftig. Ja, glaube ich. Ich glaube, du brauchst 100 Metall oder so für einen so. Und dann brauchst du aber halt noch, also du brauchst dann nicht nur das Metall, sondern du brauchst auch noch Dynamit, brauchst du auch, glaube ich, war. So. Hm. Halt alles Sachen, die du bis dahin eigentlich gar nicht gebraucht hast. Also das Metall schon, aber nicht in der Menge. Hm. So, nur für ein Geschütz, weißt du, damit du dir dann so ein. Ein Kriegsschiff bauen kannst. Ja. Ja, schon heftig. So. Dann was ist denn da oben jetzt los? Ja, warum nicht? Oh. Den Göttern, es herrscht Krieg. Lass die Hörner erklingen. Tja, das war ja. Das war, glaube ich, ein bisschen blöd. Ich habe ja am Anfang von dieser Kampagne habe ich ja ein bisschen mit der Avena-Königin geflirtet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Und sie hat jetzt den Krieg erklärt. Nein, sie ist gar nicht mehr da. Und jetzt habe ich einfach mal jemanden den Krieg erklärt und die haben mich aber gemocht, aber ich habe zu schnell auf Krieg erklären gedrückt. Aber es ist so ein blöder König, also passt. Aber, tja. Tja, die Königin ist weg, also. Tja, dann kann man ja jetzt. Okay, aber, also die Avena, also. Das sind jetzt die gallische Konföderation. Und die geht von der Nordsee bis nach Spanien runter. Ha! Was? Als ob! Die ist, glaube ich, größer als ich. Tja. Well? Keine Sorge, die ganzen Spione, die jetzt bei dir sind, gehen jetzt mal nach Germanien, weil ich wissen will, wie groß die sind. Ja, viel Spaß. Alter. Kannst du mir einen Gefallen tun und mit Schiffen da rumfahren? Hey, 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 was ist das für ein Spion, der da bei mir rumläuft? Das ist der, der jetzt nach, nach Avena. Aber es ist, ah doch, es ist deiner. Ach so, aber es ist ein Diplomat. Adliger. Ja, oder so. Genau, Adliger, ja. Tja, da habe ich zu früh geklickt, das ist blöd. Naja, egal. Tja. Warte mal, kann ich die Römer dazu bringen, dass sie meine Satrapie werden? Willkommen, willkommen. Ja, kann ich sogar. Warte, wie viel kostet das? Und die Worte des Volkes sprechen. Ich gebe mal alles? Nee, okay. Kostet offenbar mehr, als du dir leisten kannst. Das wäre halt hart witzig. Also für mich wäre es richtig scheiße, aber für dich wäre es echt saulustig. Ja, aber ja, das wäre sehr arschig, also da könnte ich mich zurücklehnen und schauen, wie du dich gegen Rom halt wärst, weil ich dann, ja,
So, ja, greif mal die an. Okay. Ja, das wäre aber sehr gemein. Ja, aber Rom habe ich schon mal ziemlich entschieden platt gemacht. Mhm. Also schon ein paar Mal. Und das, obwohl die mit Ballisten und Katapulten... Das war halt so witzig, sich das anzugucken, weil halt wirklich, weißt du, so ein... Halt in meinem Singleplayer logischerweise. Mhm. So ein... Also wenn dann da so ein Katapultgeschoss kommt und meine... Hopliten einfach dastehen, so mit den Schilden, die so hochheben, ja, ja. Und dann einfach nur ein Mann oder so wegfliegt. Ich denke, yo, Huplon-Wand steht. Hält sogar Katapultgeschoss auf. Und da hatte ich noch nicht mal die königlichen Spartaner. Mhm. Die hatte ich erst, nachdem ich Rom und alle Inseln, die da hinten dann noch so sind, eingenommen hatte. Und dann bin ich über die Alpen rüber noch. Ja. Da ist dann noch ein zweites Eisenvorkommen relativ direkt. Was ziemlich geil ist, weil dann hast du einen Waffen und einen Rüstungsschmied direkt nebeneinander quasi. Mhm.